Hier sind die Jagerloo TV Instagram Star News vom 8. Februar 2016. Annenmay Kantereit wünschen einen schicken Rosenmontag und spielen heute und morgen mit oder ohne Kostüm in Hannover. Aki, der Bosse, ist fleißig am Promotouren für sein Album Engtanz, das am Freitag das Licht der Welt erblicken wird. Auch V ist in Sachen Promo unterwegs. Er informiert die Hörer von Energy Sachsen und MDR Sputnik über seine heile Welt. Bastian Baker ist derweil am Relaxen. In Ägypten schaut er sich die Pyramiden an, als Fan der dortigen Geschichte. Clueso denkt sich hoch die Pappbecher und feiert mit den Höhnern Karneval und trotzt dem Sturm. Auch Daniel Schumacher ist partybegeistert. Daheim in Pfullendorf heißt es Fasnet, angelehnt an die Fastnacht, auch wenn es sich eher wie Ich fass es nicht anhört. Daniele Negroni braucht keinen Anlass, er macht Party, wann immer er will. Letzte Nacht zog er mit seinem Homie Kevin um die Häuser. Richtig Party gab es sicherlich beim Carpool Karaoke mit James Corden. Elton John hat sich herausgeputzt und musikalisch alles gegeben. Der Sibi strahlt mit dem Maulwurf um die Wette. Tja, gute Laune ist schließlich bei den Männern von Itchy Pupskit Programm. Und ganz in sich gekehrt zeigt sich Silla, der soeben seine Vom Hulk zum Alk-Tour beendet hat.